Travis, gut, dass du dich schon umgezogen hast. Sehr, sehr gut. Bei dem Sturm geht es gleich raus für dich zur Ocean Rescue Wache. Dort kannst du dann Ben Hooper unterstützen. Bei diesem Unwetter draußen, da kann er wirklich jede Hilfe gebrauchen. Das stimmt, Hauptfeuerwehrmann Steel. Darf ich gleich mit Mercury rausfahren? Ich bin schon so lange nicht mehr mit Mercury gefahren und ich freue mich schon und wollte unbedingt mal wieder mit unserem schönen Quad fahren. Kein Problem, Elvis, aber bist du dir wirklich sicher, bei diesem Unwetter mit dem Quad rauszufahren? Ja, Hauptfeuerwehrmann Steel, das mache ich gerne. Na gut, Elvis, dann kannst du gerne mit Mercury gleich raus zur Ocean Rescue Wache fahren. Wenn irgendetwas ist, ich bin wie immer unten im Büro. Und dir, Elvis, viel Spaß und hoffen wir mal, dass es nicht allzu viele Einsätze auf dem Wasser gibt. Bei dem Wetter da draußen, da wünsche ich keinem, dass er raus muss. Endlich darf ich auch mal mit Mercury fahren. Darauf habe ich mich schon so lange gefreut. Und heute gleich zweimal. Nicht nur hin, sondern wenn mein Dienst Ende ist, dann darf ich auch noch zurück mit Mercury fahren. Huhu. Was für ein bescheidenes Wetter, aber es muss ja auch mal regnen. Aber ausgerechnet, wenn ich draußen bin, ich werde noch pitschenass. Da kommt Elvis mit Mercury die Straße entlang gefahren. Und plötzlich wird der Wind so heftig, dass ein Baum umgeweht wird und Elvis unter sich begräbt. Oh nein, Elvis, ist was passiert? Elvis, Hilfe, Hilfe, ruf Feuerwehrmann Sam, ich bin begraben. Norman eilt zu Elvis. Kein Problem, Elvis, ich habe Feuerwehrmann Sam schon informiert. Halte durch, ich versuche dich da rauszuholen. Da geht der Notruf bei Hauptfeuerwehrmann Steel in der Feuerwehrwache ein. Was ist das denn? Elvis wurde unter einem Baum begraben auf dem Weg zur Ocean Rescue Wache. Alle Feuerwehrleute sofort einsatzbereit machen. Elvis ist in Gefahr und braucht Hilfe. Sam und Penny machen sich sofort auf den Weg, um Elvis zu retten. Währenddessen versucht Norman, Elvis zu befreien. Alles klar, Elvis, ich hab dich. Ich zieh dich jetzt vorsichtig raus. Danke, Norman. Stück für Stück zieht Norman Elvis hervor. Du bist frei, Elvis. Kannst du versuchen, dich aufzusetzen? Ja, ich versuch's mal. Danke, Norman, dass du mich befreit hast. Wirklich sehr lieb von dir. Ach, kein Problem, Elvis. Ich wollte mich auch mal wie ein richtiger Held fühlen. Und das ist mir ja wohl gelungen. Da kommen auch schon Sam und Penny herbeigeeilt. Elvis, da lässt man dich einmal aus den Augen und schon passiert dir was. Ist irgendetwas Schlimmes passiert? Nein, Sam. Bis auf einen Schreck ist eigentlich soweit alles okay bei mir. Und dank Norman bin ich ja auch unter dem Baum hervor. Norman hat mich sofort herausgezogen, als er gesehen hat, dass ich mich in einer Notlage befinde. Ach, Elvis, kein Problem. Habe ich doch gerne gemacht für dich. Norman, du hast Elvis hervorgezogen? Na, dann bist du ja heute der Retter in der Not. Dann vielen Dank noch einmal, dass du unsere Arbeit erledigt hast. Ach, Sam, war doch die kleinste Aufgabe für mich. Hey, habe ich doch gerne gemacht. So Leute, das war's hier bei Bambino TV. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet oder uns sogar abonniert. Lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und sagt bitte all euren Freunden Bescheid, dass es unseren YouTube-Kanal gibt. Und ihr dürft dieses Video natürlich auch gerne mit all euren Freunden teilen. Tschüss, bis zum nächsten Mal!